wenn ich schon das erste Bild sehe, da kommt doch noch Scheiße raus. Ja, gute Nacht, ne? Gute Nacht, Kotze! Hier oben Caillou mit der Haare die ganze Zeit abgebildet, ey. Waren beim Kiffen. Alle Kiffen? Nur Kotze. Mochte nichts. Special Effekt. Bitte ist jetzt auf, Schätzchen. Was ist denn? Kotze. Siehst du, ich bin homosexuell. Du hast ja gar nichts gekifft. Ich bin den ganzen Rotz hier leid. Ja, ganz normale Familie, ne? Aber sind super geil. Caillou fragte sich, wieso seine kleine Schwester so beschissen war. Die Geräusche. Und Mami? Schlampe! Und Papi? Schlampe! So. Mit den Klöten? Schlug und ganz alleine wegflog. Sie dachten sich, jetzt ist der Babyvogel. Bekifft? Ich meine. Scheiße! Nee, die Geschichte geht ganz anders. Das Vögelchen konnte dann selber von Neste wegfliegen und ist dann genau auf mein Teller gelandet und dann habe ich Chicken Wings gemacht. So war nämlich die Story. Jetzt könnte man drüber reden, ist das jetzt ein Happy End oder nie? Für mich war es ein Happy End. Ja, ich hatte Hunger und ich hatte dann einen Vogel auf einmal auf meinen Teller. Also für mich war es ein Happy End. Sie dachten sich, jetzt ist der Babyvogel bekifft. Ich meine... Scheiß behindert! Und Ende. Das war wirklich eine Scheißgeschichte, Caillou. Dankeschön. Piep, piep, sieh mal, Papi, ich bin ein... Fettes Rindvieh! Piep, piep. Und ich bin Adolf Hitler. Weil wer kennt das nicht, ne? Man hat damals immer seinen Vater die Geschichten erzählt, ne? Das war immer schon so. Als Kleinkind hat man immer seinen Vater die Geschichten erzählt. Habe ich auch immer gemacht mit 6 Jahren. Ja, heute habe ich, ich habe heute im Ghetto eine Schlägerei gehabt. Und die Alte habe ich in die Kniescheibe getreten. Oh, es war geil heute. Perfekt. Jetzt ist Zeit für fettes Rindvieh! Oh, ich wollte dir noch ein... Gut, das darfst du auch gern machen. Wirklich? Nein. Was ist denn mit... Kotze! Immer noch, und sie hat nicht mal ihre... Backfisch. ...gegessen. Es geht ihr nicht wieder gut. Ihre Titten... Bestimmt die Zähne, ne? Meine Titten... Reiß die Zähne raus. Das Maul, du Scheißfotze! Probier es einfach aus, Caillou. Es wäre schön, wenn es dir gelingt. Okay. Caillou gefiel es, dass seine kleine Schwester so weinte. Schütte, er wünschte sich, dass es ihr Scheiße ging. Sind aber auch tolle Eltern, ne? Das Kind heult gefühlt schon 3 Jahre und die kümmern sich nur um das Kind, also um Rosie, sondern nur um Caillou. Tolle Eltern. Rosie, kannst du nicht den Frieden im Mittleren Osten wiederherstellen? Mach einfach... Oh nein. Caillou überlegte, was Mutter wohl machen würde. Soll ich dir ein Lied vorsingen? Caillou Lied singen! Die, Motherfucker, die, Motherfucker, die! Die, Motherfucker, die, Motherfucker, die! Das kann niemand mehr erzählen, ey. Das wird ein Kekse-Schauber mehr. Die, Motherfucker, die, Motherfucker, die! Tolles Lied. Schönes Guten Nacht. Caillou war sehr stolz auf sein Lied. Aber Rosie schlief immer noch nicht. Was ist das für ein... Boah, Alter. Was ist das für ein Video? Nochmal! Nein, Rosie, du musst jetzt... Da hatte Caillou eine Scheißidee. Einen Moment... Putze! Caillou überlegte, vielleicht half Marihuana seiner kleinen Schwester einzuschlafen. Er musste nur das Richtige finden. Ja. Einfach die Zähne rausboxen. Das hier finde ich am cool. Wurstwasser. Kotze! Ich leih dir mein Wurstwasser. Nein! Schon okay.
okay, Mami. Das, das war nur Frostwasser. Ugh. Adolf Hitler. Du bist es nur. Bist du die Rose? Siehst du, Gilbert ist geil. Also solltest du jetzt auch versuchen zu... Rosie will... XXL Analdildo. Okay, Rosie. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr echt nicht. Ey, das ist... Nee. Aber das Dildo war nirgendwo zu sehen. Aber ich sehe es nicht. Willst du dann dein... haben? Nein! Plötzlich fiel Caillou ein, wo er Rosies Dildo zuletzt gesehen hatte. Ich bin gleich wieder da. Random Geist? Was soll, sollte mich der Geist jetzt erschrecken? So, so sieht jeden Tag meine Frau aus, vorm Spiegel. Bitte. Ey! Victor Mongo! Psst, Adolf! Ja. Ich erzähl dir eine Geschichte, damit du nicht einschlafen kannst. Nicht. Hm, mal sehen. Das eines Tages so gingen Rosie und Patrick auf den Jahrmarkt und fuhren mit einem kunterbunten Sack ins kalte Wasser legen. Der Hunde Mist, das Club bedrückt. Vor allem solche Videos werden mir jetzt schon angezeigt, ne? Also, mein Algorithmus ist schon so gestört, mir werden nur noch solche Videos angezeigt. Ich kann das einfach nicht mehr, nee, ich kann das nicht mehr erklären, ne? Also, es glaubt mir keine Sau mehr, was ich hier für Videos gucken muss. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, seid ihr genauso gestört wie ich. Glückwunsch, du bist gestört. Guckt das Originalvideo an, lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und schaut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.